Hallo, hat es negative Folgen, ein Kind zu verwöhnen? Und wo ist die Grenze zwischen Verhätscheln und Verwöhnen und der notwendigen elterlichen Zuwendung? Mein Name ist Elke. Ich bin Erzieherin in einem Kindergarten. Auf meinem Kanal Mamas Glückskind erfährst du alles rund ums Thema Kinder zwischen 2 und 4. Es gibt zum Beispiel Videos zum Thema Abschied von der Windel oder was tun, wenn das Kind nichts Gesundes essen will? Wenn dich das und noch mehr zur Kindererziehung interessiert, dann bist du hier genau richtig. Abonnier einfach den Kanal. Eltern wollen es sich oft nicht nehmen lassen. Gerne verwöhnen sie ihr Kind. Es werden Konflikte vermieden und jedes Hindernis wird aus dem Weg geräumt. Es ist nichts gegen Zuwendungsbeweise einzuwenden, doch es gibt einen Unterschied zwischen der notwendigen Zuwendung und dem Verhätscheln und Verwöhnen. Denn das hat später für das Kind verhängnisvolle Folgen. Und darum geht es heute in diesem Video. Doch wo ist die Grenze? Wo endet die notwendige elterliche Zuwendung und wo beginnt das Verwöhnen? Allgemein kann ich dazu sagen, das Verwöhnen beginnt dort, wo dem Kind die Verantwortung für das eigene Leben abgenommen wird. Wie kannst du nun verhindern, dass du dein Kind zu sehr verwöhnst? Meist auch ohne es bewusst zu merken. Über 4 wesentliche Verwöhnsituationen möchte ich heute sprechen. Die erste Verwöhnsituation. Dem Kind wird von allem zu viel gekauft. Kaum hat es einen Wunsch geäußert, da wird es auch schon gekauft. Zum Beispiel eine neue Jacke, einen neuen Roller, ein neues Buch und so weiter. Wohin führt das später? Das Kind gewöhnt sich daran und fordert das auch später ein. Es lernt nicht mit Enttäuschungen umzugehen. Doch im späteren Leben wird es noch oft enttäuscht werden. Und deshalb ist es wichtig, auch kleinen Kindern Enttäuschungen nicht zu ersparen. Das sind schon Übungsmöglichkeiten für Kinder. Das Kind kann lernen, eine Strategie zu entwickeln, um später auch mit größeren Enttäuschungen fertig zu werden. Das lernt es nur Schritt für Schritt, durch eigene Erfahrungen und durch Ausprobieren. Solltest du vielleicht zu den Eltern gehören, die ihrem Kind keinen Wunsch abschlagen können, überleg mal, warum das so ist. Fehlt dir vielleicht die Kraft, klar Nein zu sagen, denn das ist ja meist mit Konflikten verbunden. Oder möchtest du vielleicht die Sympathie deines Kindes? Oder hast du vielleicht ein schlechtes Gewissen und denkst, ich habe immer so wenig Zeit für mein Kind, da kaufe ich ihm was Schönes. Die zweite Verwöhnsituation. Dem Kind werden sämtliche Handlungen abgenommen. Vieles, was es schon alleine kann, braucht es nicht alleine machen. Das erlebe ich zum Beispiel oft in der Kita. Den Kindern, die dort den ganzen Tag recht selbstständig sind, wird, kaum bis die Eltern da sind, alles abgenommen. Sie ziehen sie an und aus und räumen ihnen alles hinterher. Wohin führt das später? Das Kind wird auf Dauer entmutigt. Es möchte zwar in diesem Moment von Mama oder Papa bedient werden, aber unterschwellig kommt bei ihm die Botschaft an, mir wird nicht zugetraut, also traue ich mir auch nicht zu. Das hat fatale Folgen für sein Selbstvertrauen. Wie kannst du nun verhindern, dass du in diese typische Verwöhnsituation tappst und deinem Kind alles abnimmst? Verinnerliche die folgende Regel. Alles, was mein Kind alleine kann, lasse ich es auch alleine machen, auch wenn es länger dauert oder nicht so ordentlich wird. Meist meinen die Eltern es ja auch nur gut, wenn sie dem Kind gleich bei allem helfen. Aber wie gesagt, unterschwellig kommt die Botschaft beim Kind an, mir wird das nicht zugetraut. Und seine logische Konsequenz ist, dass es sich auch immer weniger zutraut. Vielleicht hast du ja auch schon bemerkt, dass dein Kind sich weniger zutraut als andere Kinder und machst dir deswegen Sorgen, denn die Schule ist nicht mehr weit. Und in der Schule ist es nun mal so, dass ein Kind viele Aufgaben selbst bewältigen muss. Seien es nun Konflikte mit Mitschülern in der Pause oder auf dem Nachhauseweg oder das Sprechen vor der Klasse. Wenn dein Kind ängstlich und zurückhaltend ist, hat es immer Nachteile gegenüber selbstbewusst auftretenden Kindern. Nicht selten wird es dann gehänselt. Das hat dann zur Folge, dass dein Kind noch ängstlicher und zurückhaltender wird und vielleicht auch gar nicht mehr in die Schule will. Schau mal in die Infobox, da habe ich einen kleinen kostenlosen Minikurs erstellt, damit dein Kind schon jetzt im Kindergartenalter Schritt für Schritt immer selbstständiger wird.
Die dritte typische Verwöhnsituation ist, Kinder halten sich nicht an Regeln und das hat für sie keine Konsequenzen. Wenn bei euch bestimmte Regeln gelten, solltest du immer auf deren Einhaltung achten, denn im Nachhinein ist es immer umso schwerer, wieder die Grenze zu ziehen. Hier mal ein Beispiel. Vielleicht gilt bei euch auch die Regel. Während der Mahlzeiten sitzen wir am Tisch. Jetzt passiert es aber, dass dein Kind merkt, im Fernsehen kommt eine tolle Sendung. Es fängt an zu quengeln und zu weinen, weil es diese sehen will. Und da ja Eltern abends auch geschafft sind und kein Gequengel und Geschrei mehr möchten, erlaubst du einfach, dass es sein Abendbrot vor dem Fernseher weiter ist. Nun hast du zwar für den Moment deine Ruhe, aber am nächsten und übernächsten Tag wird es umso schwerer, deinem Kind diese Grenze wieder aufzuzeigen. Es wird alles versuchen, wieder vor dem Fernseher zu essen, denn es hat ja schon mal geklappt. Dieser Konflikt wird an beiden Seiten viel Kraft kosten. Viel mehr Kraft als ein klares Nein am ersten Tag. Und so wird es ganz oft sein. Dein Kind wird oft versuchen, aufgestellte Regeln zu umgehen. Manchmal still und leise, manchmal laut und brüllend. Denke daran, wenn du nachgibst, dann löst du diesen Konflikt nicht. Du verschiebst ihn nur. Denn Kinder brauchen bestimmte Grenzen. Sie müssen wissen, in welchem Rahmen sie sich eigenständig bewegen dürfen. Wissen sie das nicht, dann werden sie unsicher. Sie wissen nicht, darf ich das nun oder darf ich das nicht. Und deshalb müssen sie das auch immer wieder testen. Die vierte typische Verwöhnsituation: Du beschützt immer permanent dein Kind vor Konflikten und Streit mit anderen Kindern. Wenn du dein Kind nämlich immer vor jeglichen Konflikten beschützt, dann lernt es ja nicht, die selber zu lösen. Ist dein Kind noch klein, sind auch die Konflikte klein. Aber mit zunehmendem Alter werden diese Konflikte ja größer und umfangreicher. Und du bist ja später auch nicht immer zur Stelle. Gib deinem Kind deshalb jetzt schon die Möglichkeit, sich bestimmte Verhaltensstrategien Schritt für Schritt selbst anzueignen. Und diese Strategien kann sich dein Kind nur aneignen in der Konfliktsituation selbst. Beobachte doch mal eine Situation auf dem Spielplatz, wenn ein anderes Kind deinem Kind etwas wegnimmt. Wie verhält es sich da? Kommt es gleich zu dir und möchte deine Hilfe? Oder lässt es sich das gefallen und schaut traurig zu seinem Spielzeug? Beide Male versucht es nicht, den Konflikt selbst zu lösen. Zu dieser Fähigkeit braucht es nämlich Selbstvertrauen und Übung. Dafür ist auch mein kleiner Minikurs geeignet. Darin zeige ich dir auch, wie zum Beispiel dein Kind auf dem Spielplatz einen Konflikt mit einem Spielfreund lösen kann. Wie könntest du dich nun verhalten? Mein allgemeiner Tipp: Lass dein Kind kleine Konflikte selbst lösen. Wenn es das nicht lernt, wird es später hilflos und somit leicht angreifbar sein und später vielleicht in der Schule von anderen Schülern attackiert werden. Mein abschließendes Fazit ist: Bestimmte Verhaltensweisen deinem Kind gegenüber, wie zum Beispiel das Beschützen vor Konflikten oder das Durchgehenlassen von Regelverstößen oder das viel zu schnelle Abnehmen von sämtlichen Handlungen und das Überhäufen deines Kindes mit materiellen Dingen, entschärfen zwar den aktuellen, gegenwärtigen Konflikt, helfen deinem Kind aber nicht langfristig. Deinem Kind ist mehr geholfen, wenn es durch die tagtäglichen Erfahrungen im Umgang mit jeglichen Hindernissen und Konflikten Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten bekommt. Das soll's für heute gewesen sein. Und schau mal in meinen kleinen Minikurs. Bis zum nächsten Mal.